Hallo, mein Name ist Fabian Walz. Ich bin Monteur bei der Firma Lemmermann und ich zeige Ihnen heute die Montage unserer nach innen öffnenden Drehtüre zur Frontalmontage. Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge. Im Lieferumfang enthalten sind Abdeckkappen, wenn Montagebohrungen ab Werk gewählt wurden. Zusätzlich benötigen Sie noch einen Akkuschrauber, einen geeigneten Bit-Einsatz, Schrauben, diese müssen entsprechend selbst gewählt werden, einen Meterstab, einen Bleistift, einen kleinen Schlitzschraubendreher. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, benötigen Sie noch einen 4,0 mm Bohrer und einen 8,0 mm Senker. Hängen Sie zunächst den Flügel aus dem Rahmen aus. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, nehmen Sie das Element und messen Sie am Rahmen auf jeder Seite von oben und unten jeweils 150 mm nach innen. Messen Sie von den beiden Stellen die Mitte aus und markieren Sie sich dies ebenfalls. Achten Sie seitlich darauf, die 150 mm einzuhalten, da weiter oben bzw. unten Blockmagneten eingesetzt sind. Diese dürfen nicht angebohrt werden. Nehmen Sie den 4,0 mm Bohrer und bohren Sie die Löcher. Als kleine Empfehlung bohren Sie die äußeren Kammern gerade und die hintere leicht schräg nach außen. Danach weiten Sie nur die äußere Kammern mit den 8,0 mm Senker auf. Wenn Sie die Montagebohrung vorgenommen haben, nehmen Sie den Einbaurahmen und halten ihn an die Tür. Achten Sie wieder darauf, dass die Profilseite mit der Fahne die Außenseite der Drehtüre ist. Richten Sie den Rahmen wie gewünscht aus und schrauben Sie zunächst eine Schraube fest. Danach können Sie den Rahmen noch nachjustieren. Schrauben Sie danach alles fest. Nehmen Sie den ausgehängten Flügel und setzen ihn in den Einbaurahmen ein. Testen Sie, dass der Flügel sauber nach innen aufgeht. Prüfen Sie die Funktion Ihrer Tür sowie des Rollos. Bringen Sie zum Schluss die mitgelieferten Abdeckkappen an. Damit sind wir mit der Montage unserer nach innen öffnenden Drehtür zur Frontalmontage fertig.